Japan ist auf dem Mond gelandet und hat damit ein Stück Weltraumgeschichte geschrieben. Mit ihrer Präzisionsmission hat die JAXA gefunden, was der NASA verborgen geblieben ist. SLIM ist die neueste Sonde, die nach der indischen Chandrayaan 3 und der gescheiterten Luna 25 Mission auf dem Mond gelandet ist. Im Januar 2024 setzte der Rover in einer weichen Landung nahe des Shiyoli-Kraters auf und erkundet seitdem die Mondoberfläche. Damit ist Japan die fünfte Nation, die erfolgreich auf dem Mond gelandet ist. Doch was genau können wir von SLIM erwarten und wieso gilt diese Sonde in Fachkreisen jetzt schon als absolute Ausnahmemission? Die JAXA oder Japan Aerospace Exploration Agency ist jetzt die nächste große Raumfahrtagentur, die den Mond erobert. Mit ambitionierten Zielen in der Weltraumerforschung und neuesten Technologien haben wir mit Japan einen neuen, vielversprechenden Kandidaten in der Raumfahrt. Konkurrenz kommt im Weltraumbusiness bisher trotzdem nicht auf. Im Gegenteil, vielmehr herrscht hier ein ambitioniertes Miteinander und Forscher tauschen weltweit Ergebnisse aus. Viele Nationen weltweit sind zum Beispiel an der ISS beteiligt. Artemis entwickelt sich auch langsam zu einem internationalen Unterfangen und weltweit forschen Astronomen gemeinsam an einem Abwehrsystem für Asteroiden. Zu den besonderen Glanzleistungen der noch jungen japanischen Raumfahrt gehörte die Landung auf dem Asteroiden Ryugu. Mit der Sammlung von Proben und dem Absetzen von Rovern leistete Japan einen wertvollen Beitrag zur Asteroidenerforschung. Und nun ist also der Mond dran und der Start der japanischen SLIM-Sonde wurde weltweit mit Spannung verfolgt. Gegründet wurde die JAXA am 1. Oktober 2003 durch die Fusion der National Space Development Agency of Japan, des Institute of Space and Astronautical Science und des National Aerospace Laboratory of Japan. Durch die Fusion der größten Luftfahrtunternehmen des Landes entstand eine der weltweit führenden Institutionen in der Weltraumforschung. Technologisch hat der Mitsubishi-Konzern einiges zur japanischen Raumfahrt beigetragen. SLIM steht übrigens für Smart Lander for Investigating Moon. Die Sonde zielt in ganz besonderer Weise darauf ab, eine niemals zuvor dagewesene, präzise Landetechnologie zu demonstrieren. Ob dieses Vorhaben geglückt ist, schauen wir uns jetzt an. Welche Probleme hatte SLIM bei der Landung? Wer hätte gedacht, dass die SLIM-Mission mit dem Aufsetzen der Sonde auf dem Mondboden in die Geschichte der Raumfahrt eingehen würde? Am 6. September 2023 ging es an Bord einer H-2A-202-Rakete los. SLIM hob vom Raumfahrtzentrum Tanegashima ab und startete Richtung Mond. In Japan war dieser Tag natürlich ein Tag der Freude. Die JAXA hatte das Unternehmen seit 2021 mehrfach verschieben müssen und die ganze Nation wartete mit Spannung auf dieses Event. Am 25. Dezember 2023 erreichte die Sonde dann die Mondumlaufbahn. Nach einigen Umrundungen des Mondes ging das Abenteuer dann los. Beim Abstieg der Sonden sind bisher immer die meisten Unfälle und Desaster passiert. Auf dem Mond zu landen gilt immer noch als eine Meisterleistung der Technik und Koordination. Im Spätsommer 2023 verlor zum Beispiel Russland ihre lang geplante Luna 25-Sonde, als sie unkontrolliert auf den Mond krachte. Chandrayaan 3, der Inder, konnte kurz darauf zwar landen, die Sonden erfroren aber nur zwei Wochen nach Beginn der Mission. Ihr könnt euch also vorstellen, dass man in Japan auch gezittert hat, zumal das ehrgeizigste Ziel der Mission auch war, eine ganz neue Landetechnologie zu präsentieren. Da wäre ein Debakel beim Abstieg ordentlich peinlich gewesen. Doch Japan hatte Glück und am 19. Januar 2024 um 15.20 Uhr japanische Zeit setzte SLIM nahe des Shiyoli-Kraters sanft auf. Damit war gelungen, was die Japaner weltweit angekündigt hatten. Ihnen war die weichste und präziseste Landung in der Geschichte der Monderforschung gelungen. Lasst uns einen Blick auf die revolutionäre Landetechnik werfen. Japans Idee nutzte fortschrittliche Navigationssysteme und Sensoren, um eine niemals erreichte Präzision zu erreichen. Im Gegensatz zu den breiten Landeellipsen früherer Missionen, wie etwa der Apollo 11-Mission, zielte SLIM auf eine Genauigkeit von innerhalb 100 Metern ab. Das galt bisher als unmöglich. Apollo 11 hatte noch eine ungefähre Landezone von 20 Kilometern Länge und 5 Kilometern Breite. Das ist ein kleiner Unterschied. Indien hatte ihre Chandrayaan 3-Sonde ebenfalls fast perfekt auf den Boden gesetzt, doch den Zielort suchte die Sonde beim Abstieg durch eine vollautomatische Landetechnologie selbst aus.
Auf nur 100 Meter gezielte Landungen werden künftig ermöglichen, wissenschaftlich interessante Orte auf dem Mond noch sicherer anzusteuern und zukünftige Forschungsmissionen gezielter einzusetzen. Rover können sich zwar auf dem Mond fortbewegen, sind dabei aber sehr langsam. Mars-Rover wie Curiosity oder auch der indische Mondrover Pragyan sind im Schneckentempo von einigen Zentimetern pro Stunde unterwegs. Ihr könnt euch also vorstellen, dass 100 Meter Präzision hier den absoluten Unterschied machen und wertvolle Forschungszeit sparen. Die Herausforderungen jeder Mondmission sind dazu enorm. Von der Entwicklung der Präzisionslandetechnik über die Navigation durch den Weltraum bis hin zur Durchführung der Landung in einem unbekannten und potenziell gefährlichen Terrain muss alles passen. Slim kam zwar heil an, doch so ganz sauber lief der Missionsstart dann doch nicht ab. Die JAXA hatte Schwierigkeiten mit den Solarpanelen des Landers, die nicht optimal zur Sonne ausgerichtet waren und dadurch erstmal nicht genug Sonnenlicht bekamen. Geduldig wartete man in Japan, bis die Sonne günstiger stand. Und als die Segel dann endlich genug Licht bekamen, ging es los. Slim bewegte sich ein wenig durch den Shiroli-Krater und sammelte erste Eindrücke. Am 31. Januar 2024 ging dann allerdings die Sonne unter. Die Mondnacht brach an und die dauerte ganze 14 Tage. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos befand sich Slim noch in der Nachtruhe. Und wir dürfen gespannt sein, ob es Japan gelingen wird, Slim nach der Ruhepause wieder zu aktivieren. Den Indern war das wenige Monate zuvor nicht gelungen und der Lander Vikram und der Rover Pragyan erfroren am Nordpol des Mondes. Auch Hayabusa 2 war ein voller Erfolg. Es ist unglaublich, welches Kunststück Japan bei der Landung auf dem Asteroiden Ryugu vollbrachte. Zweimal ging der Lander Hayabusa auf dem Felsbrocken nieder und beide Male klappte die Landung. Die erste Hayabusa-Mission hatte bereits dasselbe Kunststück vollbracht und bescherte den Wissenschaftlern Proben vom Asteroiden Itokawa. Hayabusa war allerdings in weiten Teilen eine Zitterpartie, während Hayabusa 2 dank verbesserten Technologien und Instrumenten wie am Schnürchen lief. Ryugu ist ein primitiver, kohlenstoffreicher Asteroid, von dem angenommen wurde, dass er organische Verbindungen und Wasser enthält. Beides sind Schlüsselkomponenten für das Verständnis der chemischen Evolution, die möglicherweise auch zu Leben auf der Erde führte. In Fachkreisen gelten Asteroiden und Kometen generell als mögliche Boten des Lebens. Die Erforschung dieser Objekte ist also nicht nur für den Fortbestand unseres Planeten wichtig, sondern könnte uns auch Aufschluss darüber geben, wie sich Leben im Weltall ausbreitet. Nach einem fast vierjährigen Flug erreichte Hayabusa 2 den Asteroiden Ryugu im Juni 2018 und begann eine detaillierte Untersuchung der Oberfläche. Bei der ersten Landung setzte die japanische Sonde 2 Rover ab, die seitdem die Oberfläche des Asteroiden erkunden. Und die deutsche Luft- und Raumfahrtagentur sowie die französische Raumfahrtagentur hatten den Lander Mascot beigesteuert, der ebenfalls von Hayabusa 2 auf dem Asteroiden ausgesetzt wurde. Auch hier sehen wir wieder auf wunderbare Weise, wie überall im All die Freundschaft und Kooperation der Nationen im Vordergrund steht. Bei der zweiten Landung feuerte Hayabusa 2 zuerst ein Projektil auf den Asteroiden ab. Ziel dieser Aktion war die Freilegung von Material aus dem Inneren der Asteroiden. Dann landete Hayabusa 2, sammelte den Staub ein und flog wieder zur Erde. Das alleine gilt als technische Meisterleistung und so konnte sich Japan auch an die Spitze der Asteroidenforschung mausern. Auf den kleinen Himmelskörpern zu landen ist noch herausfordernder als jede Mondlandung und Japan bewies absolutes Know-how und Professionalität. Auch die NASA hat dieses Kunststück zwar schon vollbracht und mit OSIRIS-REx Proben vom Asteroiden Bennu zur Erde gebracht, doch Rover hatte diese Sonde nicht zusätzlich im Gepäck. Am 6. Dezember 2020 war es soweit und die Rückkehrkapsel landete sicher in der Woomera-Wüste in Australien. Die Analyse der von Hayabusa 2 zurückgebrachten Proben bewies, dass diese Objekte überwiegend aus organischen Materialien bestehen. Das ist für die Wissenschaft natürlich von größtem Interesse. Wir müssen uns bewusst machen, dass Asteroiden und Kometen direkte Relikte der ersten Stunden des Sonnensystems sind. Seit 4,5 Milliarden Jahren haben sie sich kaum verändert. Die Gesteinsbrocken entstanden durch die Verdichtung der Staubscheibe, die sich um die junge Sonne gebildet hat. Sie sind voll von organischen Substanzen und wir müssen davon ausgehen, dass diese organischen Elemente und damit die Bausteine des Lebens von Anfang an im Sonnensystem vorhanden waren. Wie dann genau Leben entstanden ist, ist bisher trotzdem noch ein Rätsel. Was hat Japan auf dem Mond vor?
Es ist kein Geheimnis mehr. Die NASA möchte jetzt auch ganz schnell wieder Menschen auf den Mond bringen. Jahrzehnte sah es so aus, als habe die USA das Interesse am Mond verloren, um dann plötzlich das Artemis-Programm vorzulegen. Im Rahmen der Mission sollen bald wieder Menschen zum Mond fliegen. Eine Vorhut wird den Mond umkreisen und die nächste Mission wird dann schon landen. Weitere Missionen sehen vor, den Mond zunächst 14 Tage in einem speziellen Mondvehikel zu erkunden. Gehen diese Missionen gut, könnten Menschen dann schon mehrere Wochen bis Monate auf dem Mond bleiben. In kleinen Schritten wird dann die dauerhaft bewohnte Artemis-Mondbasis entstehen. Japan hat bereits Interesse an einer Beteiligung der Artemis gezeigt und auch Elon Musk mit SpaceX ist mit im Boot. Japan möchte sich auf robotergestützte Missionen für die Erforschung des Mondes und die Installation von Lebenserhaltungssystemen fokussieren. Geplant ist langfristig, Artemis zu einem internationalen Forschungs- und Siedlungsprojekt zu machen. Japan wird sich zudem am Aufbau des Lunar Gateway in der Mondumlaufbahn beteiligen. SpaceX steuert die Raketen bei und das futuristische Monderkundungs- und Wohnvehikel wird ebenfalls aus den Werkstätten von Elon Musk stammen. Welche weitere Nationen sich am Bau und dem Betrieb der Station beteiligen werden, ist derzeit noch offen. Wir können aber fast sicher sein, dass auch die ESA, die deutsche Raumfahrt und weitere bei Artemis dabei sein werden und von Zeit zu Zeit Astronauten oder Wissenschaftler auf den Mond schicken. Neben der Erforschung des Erdtrabanten sollen diese ersten Mondsiedler dann Rohstoffe und Ressourcen sicherstellen, mineralische Untersuchungen vornehmen und in Zukunft eine Zwischenlandestation für noch weitere Raumflüge zum Mars aufbauen. SLIM ist also nur die Vorhut. Weitere japanische Sonden sollen zunächst die Mondgeologie und Mineralogie studieren. Hier hat China momentan die Nase vorne. Die Chang'e-Missionen der Chinesen brachten in den vergangenen Jahren so erstaunliche Ergebnisse, dass das wissenschaftliche Interesse am Mond wächst. Möglicherweise lagert hier ein Rohstoff, der unsere Energieprobleme lösen könnte. Und möglicherweise versteckt der Mond noch weit mehr Rohstoffe, von denen wir bisher nicht die geringste Ahnung haben. Industrielle Anlagen, ein reger Flugverkehr und Bergbau sind auf dem Mond also möglicherweise gar nicht mehr in so weiter Ferne. Und damit unsere Videos für dich nicht mehr in weiter Ferne sind, klick jetzt gern auf den Daumen und den Abo-Button, denn so verpasst du nichts Neues mehr und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!